Ja, sehr bedauerlich. Es ist ja viel falsch gelaufen. Es ist ja nicht nur die Beratung im Parlament falsch gelaufen, sondern die ganze Reihenfolge, wie die Ampel vorgegangen ist, hat ja im Ergebnis dazu geführt, dass die Leute jetzt denken, die Wärmepumpe sei ein schlechtes System, was gar nicht stimmt. Sie ist in einigen Fällen teuer und deswegen ist die Kernfrage, wenn es sehr teuer ist, was zahlt der Steuerzahler, was muss man selber zahlen, was zahlt der Mieter, was der Vermieter? Diese Frage ist ja bis heute nicht geklärt. Die wichtigste Frage ist bis heute nicht geklärt. Na, es ist schon generell sinnvoll, dass wir die Leute dazu animieren, ihre Heizung modern umzubauen. Nur man hat das Kind von vornherein falsch angefangen. Und das GEG ist ja auch ein amputiertes Gesetz, weil da fehlen ja wesentliche Teile, insbesondere die Förderung, insbesondere die Wärmeplanung, die bis heute nicht da ist. Deswegen ist das so ein Rumpfgesetz, mit dem man hätte auf keinen Fall anfangen dürfen. Ja, das sind ja mehrere Fragen. Also die energetische Sanierung ist natürlich in jedem Fall sinnvoll, sprich die Isolierung des Hauses. Die ist nur nicht in vielen Fällen bei Altbauten nicht so günstig, aber natürlich Heizung, Fenster abdichten ist in jedem Fall richtig. Dafür sorgen, dass übers Dach nicht zu viel Wärme verloren geht, ist auch in jedem Fall richtig. Und dann muss man sich wirklich im Einzelfall mit den Strängen beschäftigen. Kann eine Wärmepumpe mit den vorhandenen Heizkörpern das eigentlich leisten? Das Gerücht, man bräuchte unbedingt eine Fußbodenheizung, stimmt nicht. Also man kann es auch mit normalen Heizkörpern machen, allerdings nicht in jedem Einzelfall. Das kommt halt sehr aufs Haus an. Ja, mit Geduld, wir haben ja auch noch 20 Jahre Zeit, aber jedenfalls nicht mit dem Chaos, das die Ampel da verbreitet.